Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch den Heidemann Schmuck-Adventskalender, der letztes Jahr übrigens so ziemlich mein Favorit war. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet regulär 149 Euro und hat einen Warenwert von, ich muss spicken, 650 Euro. Im Presale konnte ich das Schätzelein für 139 ergattern. Es gibt ihn in Gold, Silber, Roségold und Bicolor. Ich habe Bicolor gewählt und ja, nicht nur ich habe den Adventskalender hier, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal von Chiquitas Place. Schaut gerne in der Infobox vorbei, dann habt ihr eine zweite Meinung. Ne? Wir sind nämlich ein bisschen unterschiedlich, was unsere Meinung auch bei Schmuck angeht. Und ja, er sieht wunderschön aus. Ich habe ihn bestellt und bekam als Goodie mit dazu eine solche Schatulle und die habe ich letztes Jahr auch schon dazu bekommen. Also das war quasi das Goodie. Habe ich auch schon auf Reisen mitgehabt. Da kannst du so toll Sachen reinpacken. Das ist wirklich klasse. Hat auch noch mal so eine kleine versteckte, ne, Schublade, sage ich jetzt einfach mal, oder versteckte Aufbewahrungsmöglichkeit. Das fand ich richtig cool. Das ist quasi das Secret Mystery Goodie gewesen. Aber es geht um den Adventskalender und den packen wir jetzt gleich aus. Hier haben wir einmal die, das habe ich noch nicht gesehen. Oh mein Gott, das müssen wir uns gleich mal angucken. Das ist ja mal richtig cool. Ja, hier haben wir einmal den Adventskalender von innen, der wunderschön aussieht. Also der ist blau und gold und ich werde gerade ein bisschen rot, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich eine eigene Botschaft hier bekomme. Schaue ich mal, das ist handgeschrieben. Wow. Da ist halt wirklich, ne, einfach nochmal so geschrieben, was es ist. Ich habe ja als ganz normaler Kunde dort bestellt, dass man 12 edle Schmuckstücke in Silber und 12 in glänzendem Gold halt hat, ne, weil ich Bicolor gewählt habe. Also da hat jemand wirklich sehr viele Nachrichten geschrieben. Denn das ist wirklich handgeschrieben. Bei Fragen kann man sich hier per E-Mail nochmal melden oder per WhatsApp, das ist hier auch nochmal aufgeführt. Also vielen Dank, liebe Lena, das ist super persönlich. Sowas habe ich noch nicht erlebt bei einem Adventskalender. Gibt mir schon mal ein bisschen Herzenswärme, ne? Wir schauen jetzt mal rein, was hier so drin ist und hoffentlich wird diese Herzenswärme auch weitergeführt. Online konnte man übrigens auch schon ein paar Spoiler sehen. Oh wow, hier habe ich einmal Schublade Nummer 1 und das ist in so schönen dunkelblauen Organza-Säckchen. Das sind ja coole Ohrringe. Das sind richtig große, ja, die auch so total angesagt sind, ne? Diese ganz coolen Tropfen, Stecker, das mag ich ja gerne leiden. Das sieht auch super, super edel aus. Schreibt mal gerne in die Kommentare, für welche Variante von dem Adventskalender habt ihr euch entschieden oder für welche würdet ihr euch entscheiden? Schauen wir mal, was im 2. Dezember drin ist. Ich bin noch ganz ehrfürchtig von der Nachricht, die man so bekommen hat. Das ist wirklich... Ich finde es immer schön, wenn Firmen sich halt auch wirklich ins Zeug legen. Hier haben wir einen Ring in Gold drin enthalten, wenn man den Bicolor gewählt hat. Den kannst du auch Größen verstellen, ne? Und der hat so eine Welle oder ja, so ein Zickzackmuster, ne? Auch sehr schön gearbeitet. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und man hat wohl immer Gold und Silber hier im Wechsel drin. Und hier habe ich jetzt Ohrringe in dem Adventskalender, beziehungsweise Kreolen. Und das sind so ganz platte, aber breite quasi. Genau, die gehen auch komplett zu dann. Und die sehen dann einmal so aus. Die sind auch wirklich, also relativ schwer, machen einen sehr, sehr, sehr schönen Eindruck. Ich bin einfach, ne, jetzt gerade so in dem Entdeckermut, in dem ich bin ganz schön begeistert Mut. Die sind auch schön weit, dass meine großen Ohrläppchen damit reinpassen und so. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, das ist ein Armreif, Leute, ne? Richtig nice. Auch der Größenverstellbar, was ich auch immer sehr gut gebrauchen kann, weil mein Armumfang ist jetzt tatsächlich auch nicht der Norm entsprechend. Das sieht, also ich mag keine Armbänder eigentlich, es sei denn, ich mache mir beim Event ein Infinity-Armband. Das ist ein wunderschöner Armreif. Guck mal, das ist so richtig schön gearbeitet und auch von der Breite her wirklich angenehm. Das finde ich schön. Der 5. Dezember ist jetzt aber auch wieder in Gold. Also das ist nicht immer abwechselnd Gold und Silber. Da habe ich mich wohl eben verhauen, um das mal so zu sagen. Da haben wir einen dazu passenden Ring. Der schaut so aus. Auch der ist größenverstellbar. Und das im Set mit dem Armreif sieht, glaube ich, auch mega nice aus, ne? Nikolaus, die Nummer 6. Ich glaube, die Produkte bestehen auch irgendwie aus diesem 316L Edelstahl und dann halt 18 Karat vergoldet oder so, ne? Hier haben wir ein silbernes Schmuckstück drin enthalten. Huch. Oh, ein Armkettchen ist das. Das sieht also auch schön aus, weil das ist hier so ein bisschen
breiter, aber halt so rund, ne? Das heißt, es wird auch nicht so störend sein, denke ich mal. Ich gucke mal, wie das so von der Länge aussieht. Wie gesagt, ich habe keine dünnen Ärmchen, das sage ich ja immer mit dazu. Aber ich kriege das richtig gut rum und habe hier immer noch eine kleine Verlängerung dran. Das ist großartig. Weiter geht's mit dem 7. Dezember und ich liebe dieses Design von dem Adventskalender. Das ist so, so edel und das darf es halt auch sein bei einem Schmuck-Adventskalender. Hier haben wir eine Kette drin, die ist noch ein bisschen vertüttelt. Oder was bist du? Nee, das sind Kette und Ohrringe? Haben die sich vertan? Also ich habe hier erstmal in Gold, ne, so eine Kette, wo unten dran eine Perle ist, was ich wunderschön finde. Auch hier kann ich mal von der Länge her testen. Ich glaube, die Maße findet man online oder so, weiß ich gar nicht. Also das wird auch, genau, auch eine relativ kurze Kette sein. Ich habe jetzt sowohl Haare, ne, ich habe meine Haare mit drin, ne, genau. Also die wird mir dann, wenn meine Haare so sind, wahrscheinlich hier so hängen. Genau, also das ist aber auch eine schöne Länge. Und dann habe ich noch zusätzlich hier mit drin Perlenohrringe. Sicher, dass das so muss, Heidemann? Weiß ich nicht. Das sind zwei Ohrstecker, die halt perfekt passend zur Kette sind. Ne? Die sind jetzt hier auch ineinander vertüttelt. Aber genau, so sieht das dann einfach aus. Ganz schlichte, normale Ohrstecker. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Und hier haben wir offensichtlich auch Ohrstecker drin. Die sehen auch ein bisschen abgefahrener aus. Ich persönlich finde die ein bisschen altbacken jetzt auf den ersten Blick, aber trotzdem schön. Also die haben was von einer Blume. Die sind in Silber jetzt in meinem Fall. Und da haben wir, ja, ich weiß, ich muss meine Fingernägel machen. Und ich habe, oh, ich habe ein Au. Wir haben hier auf jeden Fall so, ja, Ohrstecker, die eine Perle in der Mitte haben. Und außen drumherum haben wir dann so Steinchen. Das ist auch hübsch, ne? Aber ich persönlich finde es ein bisschen altbacken. Würde ja solche Ohrstecker eher in meinem zweiten Ohrloch tragen, weil meine Ohren für das erste Ohrloch dann zu groß wären. Aber ich, also süß sind die auf jeden Fall, aber nichts für mich persönlich, glaube ich. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns sicherlich über ein Schmuckstück freuen, denn hier sind ja auch Ohrkreolen drin. Ohrkreolen, das sind Kreolen, genau. In Gold. Und auch da haben wir so Perlen dran. Das finde ich persönlich ja schön. Ich bin ein absolutes Perlenmädchen. Das seht ihr auch öfters in meinen ja, Videos, ne, wenn ich Ohrringe trage. Das sieht auch sehr schön aus. Und wir haben hier auch wirklich sehr viel Platz, dass da auch mein großes Ohrläppchen rein kann. Und ich höre mal. Also sie klappern ein bisschen. Das wird dann wahrscheinlich nicht ganz so mein Fall sein. Das heißt, da kann man dann die Perlen natürlich auch abmachen, wenn man möchte. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Hier habe ich einen silbernen Ring drin enthalten. Der ist auch hübsch. Das ist mit dieser Blume des Lebens oder wie das heißt. Das sehen wir auch öfters mal bei meinem Punkt. So schaut das einmal aus. Auch der ist größenverstellbar. Ne? Sieht man hier. Und das ist wunder, wunder, wunderschön. Oh wow, ich sehe hier jetzt schon, die, was hier drin ist in der Nummer 11, die erste Schnapszahl. Und das sind auch wieder Ohrstecker, aber ganz abgefahren und ganz cool. In Gold habe ich die hier drin und das sieht ja witzig aus. Okay, ich muss das, glaube ich, verkehrt rum zeigen oder wie? Geht die nach unten? Nee. Nee, ich mache das so, dann seht ihr das Logo verkehrt rum. So sehen die aus. Auch die könnten gegebenenfalls ein bisschen altbacken rüberkommen, aber ich finde sie sehr, 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 sehr schön. Und das sind halt Stecker, ne? Das sieht man hier. Die könnten vielleicht ein bisschen eng sein, aber das muss ich ausprobieren, weil dann hast du ja quasi, also ich habe ja nur von dem Stecker bis hier unten Platz für mein Ohrläppchen. Das ist eine Problematik bei mir, ist echt so, aber hübsch finde ich die. Die kannst du auch wirklich, das ist zeitlos, du kannst es auch zu allem Möglichen immer wieder tragen. Oh, passend zum Ring haben wir zur Halbzeit in der Nummer 12 in Silber ein Armband drin, wobei hier auch nicht Armband, sondern Armreif vielmehr. Und also das haben die schön gemacht, dass du halt quasi den Ring immer so in Kombination mit dem ja, Armreif hättest. Ne? Hier haben wir auch wieder die Blume des Lebens. Finde ich sehr, sehr hübsch. Guck mal. Das ist ja fast schon filigran, ne? Das ist hübsch. Das ist einfach hübsch. Einfach gefällig. So. Synonym für hübsch und schön suchen. Gefällig, tragbar. Wobei tragbar? Doch. Also kann man auch, ne? Ist auch positiv. Schreibt mir gerne Synonyme für hübsch in die Kommentare. Ach so, erste Halbzeit. Ja, hübsch, schön, tragbar, mag ich. Sehr, sehr begeistert. Mehr Ketten hätten definitiv auch mit drin sein können. Es stand online, wie viele Ketten, wie viele Ringe, wie viele Ohrringe und so weiter drin enthalten sind. Ne? Wir machen jetzt hier mal weiter mit dem 13. Dezember. Aber ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgestattet, was Schmuck angeht bislang. Hier sind auch sehr schöne Kreolen drin. Auch sehr, 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 sehr zeitlos. Also die, das sind Steckerkreolen, die dann quasi hinten offen sind. Das ist auch hübsch, ne? Da sind wir wieder. Die sind so eckig und so flach irgendwie.
Finde ich sehr schön. Also, das mag ich gerne. Richtig cool. Huch. Fahren wir fort am 14. Dezember. Da habe ich was in Silber drin. Das scheint mir eine Kette zu sein. Oh ja, das ist passend zu der Nummer 6, also zu unserem Armband, was wir ja drin hatten. Und das ist auch eine etwas kürzere Kette, aber halt auch wieder eine sehr, sehr schöne. Die kannst du sicher auch gut zum Layern oder so nehmen, ne? Dass man die kombiniert so mit einer etwas längeren Kette. Auch hier von der Länge her etwas enger, ne? Schauen wir mal, was wir am 15. Dezember hier finden dürfen. Oh, ein goldfarbenes Schmuckstück. Oh, ein Armband. Und das hat so ein bisschen was vom Julius Caesar Kranz. Wie heißt das nochmal? Lorbeerkranz, genau. Und auch hier von der Länge her vom Armband gar kein Problem. So schaut das aus. Das finde ich extrem schön. Und das kannst du super kombinieren, zum Beispiel mit diesen Ohrringen, mit diesen Kreolen, die wir eben drin hatten. Ne? Da, genau. Oh, aus der Nummer 16 funkelt es mir richtig schön entgegen. Da haben wir in Silber. Man könnte es auch als kitschig bezeichnen, aber ganz ehrlich, man packt den Adventskalender in der Adventszeit aus. Und am 16. Dezember hast du ja auch schon so ein bisschen, was ziehe ich zu Heiligabend an? Da darf es ja auch mal ein bisschen was, also nicht knalliger, ein bisschen was Opulenteres sein. Und dazu dann diese Ohrstecker oder halt auch, also nicht nur Heiligabend, sondern vielleicht auch Silvester oder so. Das finde ich wunderschön. Also ich könnte das wahrscheinlich nicht mit offenen Haaren tragen, was ich meine Haare da drin verfangen würden. Aber wie schön das funkelt. Das finde ich so hübsch. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und da haben wir passend zu unserem Armbändchen, was wir eben drin hatten, sehr wahrscheinlich auch eine Kette. Die muss ich erstmal enttüddeln so ein bisschen. Das ist halt, ne, wenn das halt so in Säckchen und Adventskalendern drin ist, manchmal hat man da so ein bisschen Tüdel drin. Aber ich bin eine Meisterin im Enttüddeln geworden mittlerweile. Auch das eine etwas kürzere Kette, aber wie schön sieht die bitte aus. Das finde ich richtig schön. Also ich mag die super, super, super gerne leiden. Super gerne. Auch hier wieder, wie gesagt, etwas kürzer. Hat ein bisschen was von diesem Goldkettchen-Charakter, aber dafür ist sie dann wieder zu, weiß ich nicht, nicht filigran, zu edel. Das würde ich jetzt tatsächlich dazu sagen. Oh, der 18. Dezember funkelt auch. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Da haben wir Ohrstecker drin. Die kannst du dann super mit den Kreolen von eben kombinieren, sofern du vielleicht sogar zwei Ohrlöcher hast, so wie ich. Und das macht man sich dann quasi in das obere Ohrloch rein. Oder du kannst es auch solo tragen. Das ist so hübsch gemacht. Das sieht aus wie so Teile von einer Blume irgendwie auch. Ne? Das funkelt. Der 19. Dezember. Und mit dem Funkeln von Schmuckstücken halten sich eigentlich ja auch so Adventskalenderhersteller ein bisschen zurück. Ich glaube zum einen, weil das ein bisschen teurer in der Herstellung ist und zum anderen, weil das nicht ganz so gefällig ist wie jetzt so Basic-Schmuckstücke. Wow, apropos, geil, ich lieb's. Ich lieb's, wenn wir halt so ausgefallene Sachen drin haben, weil dafür hole ich mir Adventskalender. Weil so Basic-Teile, die kann ich mir auch so holen. Aber Adventskalender dürfen mich gerne inspirieren. Und das machen diese Ohrstecker ja wohl. Oh, ist das abgefahren? Also das mit dem Armband und dem Kettchen von eben, Leute. Jetzt mal im Ernst. Ne, das sind so zwei Blätter. Schön. Oh, das darf natürlich nicht aneinander, dann klimpert das. Aber wenn das solo ist, das ist ja starr, richtig geil. Das finde ich richtig, richtig gut. Wie seht ihr das? Möchtet ihr in Adventskalendern von, also Schmuck-Adventskalendern eher Basic-Sachen drin haben oder auch gerne mal ein bisschen was Special-mäßiges? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich auch die Nummer 20. Oh, jetzt gibt es auch noch ein passendes Armband dazu. Vor allem, weil ich persönlich hätte Heidemann auch eher so als, also bei den ganzen Adventskalendern, die ich auch vorstelle, als die zurückhaltendste Firma oder die konservativste Firma interpretiert. Aber da haben die P vorgesetzt und gesagt, nee, auf gar keinen Fall, Claudi, nicht mit uns. Ach, guck mal, das erinnert mich an die 2000er. Da hatten wir auch solche Bauchketten und Armketten. Ich glaube, das ist mir zu eng. Das kann ich jetzt nicht umtun. Schaut so aus, ist wirklich wunderschön. Wunderschön, wie das funkelt und glitzert, ne? Aber wie gesagt, das ist mir zu eng. Also wenn ich jetzt so, das würde ich zerreißen. Das mache ich nicht. Das gebe ich dann weiter, ne? Ja, da ist sie, in der Nummer 21. Leute von heute. Auch in Silber, ne? Ich glaube, das passt auch wirklich mehr in Silber. In Gold, klar, kann das auch sehr schön aussehen, aber ich glaube, das kann dann vielleicht sogar ein Stückchen zu kitschig in Anführungsstrichen wirken. Und so ist es einfach optimal. Auch hier ein Tüdler. Das scheint auch eine etwas kürzere Kette zu sein, aber guckt euch mal, wie wunderschön auch dieser integrierte Anhänger aussieht, ne? Der funkelt auch so wunderschön.
Und das ist halt auch so etwas filigraner gearbeitet, was ich dann auch ganz gut finde. Auch hier wieder, ne, wirklich eine kürzere Kette. Hier sind wir 2 Tage vor Heiligabend am 22. Dezember. Solche Ohrringe mag ich auch sehr gerne leiden. Okay, das sind halt, das sind so Durchziehohrringe. Okay, ich dachte nämlich erst, es wären so Stecker einfach nur. Die mag ich übrigens sehr gerne, wenn das so längere Stecker sind. Und hier, das muss ich euch gleich zeigen, also so schauen die aus, ne? Und es gibt Firmen, die halt auch diese Durchziehohrstecker haben, aber die sind zu breit. Das passt bei mir nicht. Und dieses hier scheint wirklich auch in der ganz normalen Stäbchenform quasi zu sein. Und erst, wenn es quasi nicht mehr im Ohrloch drin ist, auseinanderzugehen. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, denn ich finde es so schön, wenn ich es auch an anderen sehe. Ne? Bei mir hat es bislang nie funktioniert, aber ich glaube, die könnten funktionieren. Ein Tag vor Heiligabend funkelt es hier auch noch ein bisschen raus in Gold. Oi, auch sehr schön. So ähnlich habe ich das auch schon bei anderen Schmuck-Adventskalendern gesehen. Die sind mir aber ein bisschen zu klein. Das sind halt wirklich sehr, sehr kleine Kreolen, die auch geschlossen sind, ne? Haben auch hier diese Funkelsteinchen dran. Wunderschön. Die sind ein bisschen zarter als die silbernen. Ein bisschen sehr, sehr viel zarter als die silbernen, die wir jetzt schon gesehen haben. Okay, jetzt werden wir sehr wahrscheinlich passend dazu in der 24 eine Kette haben, oder? Heiligabend, meine Damen und Herren. Nee. Also ja, Heiligabend, aber nee, nicht. Ach, stimmt. Man konnte wählen, und das habe ich auch gemacht, dass man mit Gravur oder ohne Gravur. Und selbstverständlich habe ich mit Gravur gewählt. Das war letztes Jahr auch schon der Fall. Und da habe ich natürlich auch einen Anfangsbuchstaben genommen von einer Person, die ich sehr schätze. Und das habe ich hier in diesem Fall auch gemacht. Und ja, genau. Hier habe ich dann meine Kette und da ist auch ein Buchstabe eingraviert. Das ist eine ganz schlichte und simple Kette. Aber das finde ich schön. Dann kann ich mir, ich glaube, das andere war auch eine Kette, ne? Ich glaube, die andere war aber Gold. Habe ich einmal Gold, einmal Silber und habe dann meine beiden Lieblingsmenschen immer bei mir. Wobei, die habe ich ja sowieso im Herzen immer bei mir, ne? Ach Leute, ich bin selig. Ich mache das mal zu. Von innen, von außen ist das Design ja wundervoll. 650 Euro safe. Haben wir hier definitiv an Warenwert drin. Wir haben so schöne Schmuckstücke. Mir persönlich vielleicht ein paar zu wenige und auch zu kurze Ketten. Hätten ein bisschen länger sein dürfen. Ansonsten finde ich den Adventskalender mega geil. Also ich finde es toll umgesetzt, dass du es einfach ein bisschen spezieller hast. Dass du auch abgefahrene Schmuckstücke hier drin hast. Nach wie vor weiß ich echt nicht, was mein liebstes Schmuckstück ist. Ich mag sehr, sehr viele von dem, was hier so liegt. Ich bin total begeistert. Ich bin super happy, dass ich euch den quasi, ne, dass ich den bestellt habe und euch jetzt auch zeigen konnte, bevor der ausverkauft ist, sodass ihr dann auch nochmal die Möglichkeit hättet, den euch anzuschauen. Ihr habt jetzt die Bicolor-Variante gesehen. Ich denke, Nicole wird tatsächlich die Silber-Variante auch vorstellen. Und ich glaube, dass hier bei dem Adventskalender die Schmuckstücke auch in der richtigen Farbe, in Anführungsstrichen, gewählt wurden. Also genau so hätte ich es halt auch gemacht, wenn ich mir das hätte aussuchen dürfen. Möchtest du es in Gold oder in Silber haben, ne? Genau die Schmuckstücke, die sie in Silber gemacht haben, hätte ich in Silber gewählt und die in Gold hätte ich in Gold gemacht. Außer die 24, die hätte ich, glaube ich, in Gold gewählt. Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie total auf Hitze gerade. Also weil draußen warm, weil ist es jetzt gerade nicht. Es regnet in Strömen. Es ist einfach dieser Adventskalender, der mich so wohlig stimmt, so warm stimmt und so glücklich macht. Und ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Der ist volle Elle empfehlenswert, oder? Was meint ihr? Schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.